Ja, Halloween-Freunde. Heute sind wir mal draußen, schneeweiß. Ja, mit dem Drohnenflug habe ich euch etwas aufs Glatteis geführt. Es geht heute nicht um die Drohnen bei meinen Bienen, sondern wir haben ein neues Spielzeug und das wollen wir heute mal ausprobieren. Aber ich möchte euch vorher noch zwei Kanäle vorstellen. Und der erste Kanal, das wäre dann die Bienenfamilie aus Friesland. Wie ich finde, ein sehr schöner Kanal, der gefällt mir sehr gut, weil dieser Kanal sich auch sehr viel mit Kindern beschäftigt in der Imkerei, was ich ja auch immer versuche zu machen. Leider durch diese Corona-Pandemie ist das zurzeit kaum möglich. Ja, dann der zweite Kanal ist die Imkerei Hösel. Ich verlinke euch die Kanäle mal alle oben rechts in der Infobox. Und das sind noch kleine Kanäle, aber wie ich denke, die sich wirklich gut mit Bienen auskennen und da auch sehr viel machen. So, dann kommt im Laufe des Videos, werde ich euch noch etwas anbieten, was ich zum Verschenken habe, aber dazu mehr im Verlauf des Videos. So, macht's erstmal gut, bis gleich. Ja, Bienenfreunde, willkommen auf meinem winterlichen Bienenstand. Und zwar, wie schon angekündigt, geht es nicht um Bienendrohnen, sondern wir haben eine richtige Drohne, eine DJI-Drohne, mit der möchten wir hier mal ein paar Aufnahmen machen. Und ihr könnt jetzt dabei sein. Wir machen einen kleinen Rundflug über unseren Ort, über unseren Garten. Schaut einfach zu und genießt es. Ja, wenn man so seinen Garten mal aus der Vogelperspektive betrachtet, da kommen einem natürlich wieder viele Ideen für die Gartengestaltung, was man da so anlegen kann. Hier seht ihr jetzt, wir haben ja da schon so Steineinfassungen gemacht für Beete, wo ich die Bienenpflanzen ansiedeln werde. Ja, viele werden fragen, wozu so ein Spielzeug? Aber ich finde, wenn ihr einen ängstlichen Kameramann habt, er kann euch damit aus der Ferne bei der Arbeit filmen. Aber viel wichtiger, denke ich mal, ist für mich, die Trachtquellen zu erkunden. Von oben aus der Luft kann man sehr gut sehen, wo was blüht und wie der Raps steht. Ja, Bienenfreunde, da wir jetzt zurzeit nicht viel zu tun haben, starten wir mal einen kleinen Rundflug über unser Dorf. Hier im Dorfkern seht ihr jetzt unsere mittelalterliche Burganlage. Hier finden ja eigentlich jedes Jahr unsere Burgfeste statt, aber die sind jetzt im letzten Jahr ausgefallen. Ihr wisst ja, die Covid-19-Pandemie, die macht uns allen zu schaffen. Zu den Burgfesten habe ich auch immer einen Stand, dann, wo ich meinen Honig und Imkerprodukte verkaufe. Aber wie gesagt, im letzten Jahr ausgefallen und ob es dieses Jahr was wird, das steht auch noch in den Sternen. Ja, das ist im Prinzip der Burghof. Das war ja früher ein richtiges Gut. Unten links, das waren früher mal Pferdeställe und eine Schmiede und Stellmacherwerkstätten. Und hier drehen wir uns jetzt. Jetzt kommen wir so langsam wieder zu meinem Bienenstand. In der Mitte seht ihr jetzt unseren Bauerngarten. Ja, und von oben hat man immer einen schönen Überblick, wie der Garten bis jetzt gestaltet ist. Und da könnte man ja noch viel anlegen jetzt. Wir haben uns dafür entschieden, mit alten Feldsteinen so kleine Beete zu machen. Ihr seht ja die Umrisse schon, wo ich schon mal angefangen habe. Im Prinzip sind da alles Bienenweidepflanzen angepflanzt, beziehungsweise Frühblüher. Also von Krokusse über Tulpen.
Das ist alles, was jetzt so in der Mitte im Bild zu sehen ist. Diese Beete sind alle mit Feldsteinen eingefasst. Ja, dann kommen wir hier zurück jetzt zu meinem Bienenstand. Und hier haben wir jetzt nochmal bei unseren Nachbarn in der Scheune einen Eulenkasten. Da brüten Falken und Eulen zum Teil drin. Ja, hier jetzt nochmal ein Blick auf unseren Bauerngarten, links im Bild zu sehen. Ja, in diesem Bauerngarten, da legen wir eigentlich unsere Gemüsekulturen an. Und für zwei Personen ist das zur Selbstversorgung im Prinzip vollkommen ausreichend. Ja, trotz verschärften Lockdown habe ich hier meine jüngsten Enkelkinder zu Besuch. Ich sehe einfach nicht ein, wenn Profisportler weiter ihre Veranstaltungen durchführen dürfen und sich zu Tausenden treffen, umarmen und klatschen, warum wir Kleinen auf Kontakte verzichten sollen. So, mit einem Ausblick in Südwestrichtung über unser Dorf möchte ich meinen kleinen Rundflug beenden. Aber ich hatte ja noch was gehabt. Achso, ja, ich hatte noch was zu verschenken. Das zeige ich euch jetzt. Ja, Bienenfreunde, dieses Büchlein Instrumentelle Besamung der Bienenkönigin möchte ich gern verschenken. Ich brauche es nicht mehr. Ich hatte ja in den 80er Jahren mal angefangen, einen Lehrgang zu besuchen, weil mich das interessiert hatte. Aber es war mir dann doch zu kostspielig, diese ganzen Gerätschaften anzuschaffen. Und seit 1975 liegt das Buch jetzt bei mir hier rum. Wer es haben möchte, kann es gerne bekommen. Kosten für euch dann für Porto und Verpackung. Mehr möchte ich dafür nicht haben. So, dann schauen wir nochmal zu den Bienenstöcken. Wie gesagt, es ist Winter. Die Völker haben Ruhe. Man braucht sie jetzt nicht zu stören. Das Einzige, was ich mache, wo ich darauf achte, dass kein Schnee die Fluglöcher verstopft. Und die müssen eben regelmäßig dann freigemacht werden. So, das ist jetzt das dazu. Hier nochmal unsere kleine Drohnenkamera von DJI, mit der wir diesen Film erstellt haben. Ich selbst habe dann noch diesen Gimbal DJOM4, also Osmo 4, im Einsatz, mit dem ich hier jetzt die Drohne gefilmt habe. Das ist praktisch ein Stabilisator fürs Handy. Und der funktioniert eigentlich einwandfrei. Ist gewöhnungsbedürftig, man muss sich dran gewöhnen und viel mit üben. So, das war's aber für heute. Macht's gut. Tschüss, bye bye.